Moin Leute und ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Pokémon Platin, der Randomizer Nuzlocke Challenge, wo wir hier schön auf den Kraterberg so schön in dem Schneegefilde mit sind. Und so nebenbei erwähnt, hier symbolisch gesehen noch ein bisschen Schneefall mitsehen. Und damit wollen wir jetzt so gesehen jetzt uns auf zum Gipfel des Kraterberges mitmachen. Dort wird es natürlich damit hineingehen, aber wir wollen hier erstmal uns noch ein bisschen mit umsehen. Bei Bedarf finden wir hier noch das eine oder andere versteckte Item, was wir noch irgendwie mit verwenden können, wie ein Granitstein. Erhöht natürlich Gesteinattacken. Bräuchten wir eigentlich nicht wirklich, sag ich mal. So. Und wir wollen uns ja zumindest heute aufmachen, hier noch die Spitze noch mit zu erreichen. Wie hoch es genau noch mit geht, ist jetzt noch ein bisschen fragwürdig. Aber das werden wir so im Nachhinein noch mitsehen. So, wir wollen ja mal zumindest heute mal auf eine Thematik kommen, die auch schon im letzten Part schon mal mit angeteasert wurde. Und zwar geht es um die legendären Pokémon. Allerdings jetzt nicht um diese Thematik hier, welche legendären Pokémon jetzt eigentlich hier die besten sind oder wer überhaupt hier, wie meine Wenigkeit, hier die legendären Pokémon eigentlich als unnütz mitempfindet, muss ich wirklich so sagen. Aber das ist mal eine andere Thematik, beziehungsweise kann man auch so regulär bei Blazeback 2 und auch bei Worldwide 2 kann man sich dann eben mal diese Thematik sich mit reinziehen. Irgendwo sind die damit vorhanden, wie dem auch sei. Wir wollen heute eigentlich die Gelegenheit nutzen, um mal mit zur Thematik mitzukommen, wie denn das jetzt überhaupt hier gehandelt werden kann mit den legendären Pokémon. Denn an sich ist es eigentlich in jeder einzelnen Pokémon-Generation und auch Edition mit notwendig, so gesehen, dass ja mindestens ein legendäres Pokémon mit auftaucht, das quasi, ja, wie soll man es sagen, irgendetwas Besonderes mit darstellt, zweifelsohne. Aber wenn man mal so regulär nur die Bildcover mit betrachtet, ist eigentlich in Rot, Blau und Gelb und auch in Feuerrot und Blattgrün, sowie in Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu. War es noch irgendwo anders? Nee, ich glaube, nur in diesen haben wir quasi kein legendäres Pokémon auf den Spielcovern. Bei allen anderen haben wir generell ein legendäres Pokémon hier mit am Start, was dann somit ja etwas ganz Besonderes mit darstellen soll. Gut, um mal hier den roten Faden mit einzubinden, hier in Pokémon Platin. Ich glaube sogar auch in Diamant und Pearl. Ne, in Diamant und Pearl ist es ja ein bisschen weniger mit am Start. Also zumindest was dann hier an der Spitze des Kraterbergs mit eintreten wird. Egal wie viele Ebenen das hier gleich nochmal sind, bis wir dann tatsächlich dort oben an der Spitze mit sind, werden wir dort sehr viele legendäre Pokémon dort mit vorfinden, die dann regulär nur so einen Beiauftritt mit haben, um ja dann quasi dort Spaß und Freude mit am Start zu haben. So mehr oder weniger. Gut, wir werden aber dennoch, oh, stimmt, ja, Felswurf ist ja eine Step-Attacke von Typ Gestein und macht halt eben Schaden. Ich würde mal sagen, ich wechsle hier Will mal lieber gleich mit aus, weil das wird mal etwas zu riskant werden, denn einen zweiten wird es nicht Bestand halten. Kann das wie schon Erdbeben? Nee, kann es eigentlich noch nicht. Nee, kann es definitiv noch nicht. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das noch nicht kann. Also gehen wir mal zu Zephyr mal mit rein. Weil einen weiteren Stein-Multiwurf will ich mir hier nicht mit reinzimmern. Bodycheck. Oh komm, warum bitte ein Bodycheck? Gut, das macht natürlich nichts. Aber die Geschichten von ich und Bodycheck und wie es dazu kam, kenne ich irgendwie zu Genüge. Immer dann, wenn der Gegner hier mit einem Bodycheck gekommen ist, hat es zufällig immer einen Crit erzielt und war dann somit auch imstande hier ein One-Shot-Crit mit zu erzielen. Hätte ich irgendwie nicht so als toll empfunden. So, wo wollte ich jetzt noch mit zurückkommen? Stimmt, zu den legendären Pokémon. Generell hier an der Spitze werden wir dann so gesehen die drei legendären Pokémon des Sees mit vorfinden, gefolgt von Dialga, Palkia, Giratina. Also hätten wir somit schon ganze sechs legendäre Pokémon, die dann mehr oder weniger am Fleck mit sind. Und ja, was dann halt eben auch so einen symbolischen Showdown mit vorfinden tun. Und auf der anderen Seite wiederum haben wir, wenn wir quasi noch Arceus noch mit einbeziehen wollen, der dann eigentlich dann mehr in eine Events damit auftauchen tut.
werden wir dann von dort aus gesehen dann noch Arceus noch mit am Start haben. Also werden es streng genommen 7 legendäre Pokémon auf einen Fleck. Naja, gut. Wie dem auch sei, wir steigen immer weiter mit nach oben und kommt natürlich darauf an, wann wir mal tatsächlich mal dort oben sein werden. So. Obwohl, wenn natürlich jetzt die jeweiligen Rüpel hier nur noch, jetzt sagen wir mal, weniger werden, ich weiß nicht, dann könnte ich doch jetzt schon mal annehmen wollen, dass wir doch dann wohl tatsächlich schon mal gleich an der Spitze mit sein werden. Hm. Naja, mal sehen. Stimmt, das Vieh kann ja mit einer Wasserattacke mitkommen. Aber komm, es kann ja quasi nicht krippen. Und von daher kann es mal an dieser Stelle mit Wurst sein. Deswegen wird das Luminium hier nicht wirklich mit angreifen, sondern eigentlich nur als Vorteil hier quasi bedienen. Und ich muss natürlich sagen, Geheimpower, wenn wir noch so von dieser Thematik nochmal mit reingehen, macht extremst viel positiven Aspekt in vielerlei Hinsicht. Denn, wie man hier quasi mit sieht, es kann quasi verschiedene Attackenanimationen hier mit ausführen, die natürlich dann in Abhängigkeit der Umgebung hier mit am Start sind. Und daraus erkennen wir halt eben dann, es ist zwar von Typ normal und macht dann somit auch gegenüber Gestein- und Stahlattacken dann eigentlich keinen nicht effektiven Schaden. Gegenüber Geist-Pokémon macht es überhaupt gar keinen Schaden. Hat dann aber dann diverse Zusatzeffekte, wie der Gegner kann das öfter flinchen oder der Gegner kann einschlafen oder macht das dann irgendwo noch was anderes aus dem Flinchen und Einschlafen? Ich glaube nicht. Gut, um mal dann das Ganze hier in einem Ganzen wieder mit zurückbringen zu können, haben wir dann noch den Aspekt in der dritten Spielegeneration, wo ja quasi Geheimpower als TM mit eingeführt wurde, war es ja dann dafür zuständig, um an den jeweiligen auffälligen Bäumen, da wo dann so eine Art Ranke mit raushing, dass man dann quasi dort Geheimbasen mit aufbauen konnte, beziehungsweise auch in diversen Höhlen, wo man dann quasi dort Geheimbasen mit erstellen konnte. Diese Geheimbasen dann wiederum, die sind dann mehr oder weniger hier in Diamant, Pearl und Platin dann im Untergrund mit vegetiert worden, sodass man dann ja, halt eben dann dort seinen Spaß mit hat. Und man muss eigentlich sagen, na gut, Geheimbasen sind an sich nicht verkehrt, aber eher so ein Nice-to-Know-Goodie kann man haben, braucht man aber so im Allgemeinen jetzt nicht unbedingt. Na gut. Ah. Und wir sind hier oben an der Speersäule. So. Unser Boss vollbringt gleich etwas ganz Großes. Komm ihm nicht in die Quere. Du willst doch dazwischen funken, oder? Und genau deswegen schließen wir beide uns zusammen und machen dich in einem beispiellosen Duell fertig. Wer von den beiden spricht es eigentlich mit mir? Keine Ahnung. Gut. Oh, die Speersäule. Ist zwar streng genommen eine neue Route, aber da wir quasi da dort keine Routen-Pokémon mit vorfinden werden, ist diese Route eigentlich total irrelevant. Wenn wir mal davon jetzt ausgehen, vermag man könnte streng genommen, aber auch nur könnte streng genommen, Dialga oder Palkia dann hier als Routen-Pokémon mit vorfinden, wenn man dies dann hier als Routen-Encounter mit betrachten vermag. Aber in erster Linie, na, irrelevant. Gut. Wir gehen mal hier mal mit Seth mal mit rein und erstmal mit einem Muggelhieb auf. Ach komm, gehen wir auf Magnetilo. Hat natürlich mal absolut gar keine Wirkung, aber man weiß, mit was das Magnetilo dann hier gekommen wäre. Vielleicht hier mit einer Stahlattacke. Was wäre das so gewesen? Ich glaube hier Metallbombe oder so müsste das gewesen sein. Also quasi die quasi immer treffen tut und hat eben dann somit auch Gestein-Pokémon durch den Stahl-Typ und durch den Step dann natürlich gewaltig viel Schaden mit anrichtet. Und dieser Whirlpool, der gerade von den Finian mitkam, der wäre bestimmt auf Wilma mitgegangen, um somit das Vieh zum einen zu trappen und zum anderen immer konstanten Schaden mit zu verursachen. Wäre natürlich nicht so reizend gewesen. Gut. Knallen wir am besten mal diese Viecher hier mit weg. Und stimmt, wir werden ja, bevor wir hier den Showdown hier von Cyrus mitsehen werden, ja noch einen Doppelkampf mit haben. Und zwar wir, also uns, der Protagonist und der Rivale. Wir wollen dann so gesehen gegen Mars und Jupiter mittlerweile zum dritten Mal beide hier mit
antreten. Ihr wart bei Jupiter zum zweiten und Mars zum dritten Mal. Stimmt. Gegen diese beiden werden wir dann somit hier antreten, um ja dann dort noch ein bisschen ordentlichen Schaden mit reinzudrücken, was das Zeug hält. Aber erst mal gucken, wie man das halt irgendwie jetzt hiermit abstimmen kann. So. Schade. Ein viertes Mal hätte definitiv ausgereicht, um das dann damit wegzubekommen. Das Vieh kann nicht zufälligerweise schon erheben, oder? Ich glaube, höchstens hier Sandskrab könnte es erlernen. Kann es doch erbinden? Weil ich meine, das wäre dann in diesem Fall ein Step, genau wie Sandskrab. Aber erstmal gucken. Die Sandsturm. Okay, gut, Sandsturm, ja, das kannst du eigentlich mal sonst irgendwo hinstecken. Der juckt mich mal in keinster Art und Weise. Pussycat kriegt zwar als einziges Schaden, aber auf der anderen Seite, wen juckt's? So, von daher finishen wir das Ganze mit einer Finte und dann ist halt eben so mit Feierabend für diesen Doppelkampf. Oh yeah! Also, mal sehen. Wie werden dann wohl eigentlich hier Mars und Jupiter dann hier mit auftreten? Mit was für Viecher werden die dann mit reinkommen? Ich habe keine blasse Ahnung. Aber ich kann mir schon mal gut vorstellen, das wird hier bestimmt kein Zuckerschlecken für mich werden. Ich könnte entweder mit Pussycat hier leben, um erst einmal straight ein Mogelhieb mit rauszufeuern. Oder, nee, wir schicken mal Bellatrix rein, um erstmal eine Doppelbedrohung mit rauszuhauen. Solange die jetzt hier nicht mit irgendwelchen Pokémon kommt, die Schere macht mit haben oder neutral Tor so, sollte es was werden. So, Moment. Das muss unbedingt noch mit getan werden. Wir haben mehr als genug Getränke, deswegen können wir sowas mal mit investieren. Und ja. Was stellst du dir eigentlich vor, dass ich dich einfach so durchlasse, damit du unseren Boss nervst? Wenn du schon nicht hören willst, dann musst du zuerst an mir vorbei. Zwischen uns ist noch mehr als eine Rechnung offen. Ich denke lieber gar nicht an die Einzelheiten. Wieso, dass du zum dritten Mal verlieren wirst? Und ich bin die Nächste. Egal wie zäh du bist, diesmal ziehe ich die Samthandschuhe aus. Na klar, da kommt ja unser Rivale. Ha! Augenblick mal! Ohne mich findet ihr keine Party statt, klar! Hä? Kennt ihr mich noch? Ich bin hier für eine Revanche! Na, wenn das mal nicht dieser kleine Goldjunge ist, wie am See der Stärke geweint hat. Hat er die Mami die Nase geputzt? Los, kämpfen wir 2 gegen 2. Ja, okay, gut. Dann mal gucken, wie jetzt hier eigentlich dieser Kampf mit angeht. So, Fritzeblitz und Knackleon. Na super. Hat das Knackleon etwa hier ausweglos als Fähigkeit? Das wäre jetzt ein bisschen doof. So, natürlich hat das Vieh Schere macht. Okay, gut, Schere macht, das kann ich ausweglos haben. Ha, gut. Knackleon ist zwar das langsamste Vieh, was man sich überhaupt noch vorstellen kann, aber das kann Bodenattacken. Und wir haben jetzt 2 Pokémon mit am Start, die... Oh, stimmt, und ich sehe es ja gerade. Ich habe 3 Pokémon, die eine gemeinsame Bodenschwäche haben. Ja, Leute, ich habe mal wieder hier einen Superfang mal wieder mit am Start. Das läuft. Ich hätte doch lieber zu Pussycat reinwechseln sollen. Okay, wir schicken Wilma rein. Wilma muss mit rein, Wilma muss richten. Bei Bedarf müssen wir auch mal hier Aspirin mal mit reinschicken, um als dankbares Opfer mal hiermit zu dienen. So, Ladungsstoß trifft natürlich beide. Ich kriege hier instant die Paralyse. So läuft es natürlich. Und das wird natürlich gleich ein Crit. Also Paracrit oder was? Ja, du mich auch. Felsgrab. Ach nee, es geht auf Mogelbaum. Okay, gut, ich wollte schon sagen. Huiuiuiuiuiuiui, du Junge, 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 Junge. Und was macht natürlich Sandkram. Und es geht auf den da. Puh. Setze ich jetzt ein Heil-Item mit ein, oder? Nee, komm, wir gehen straight für eine Geheimpower auf das Knackleon. Wilma ist natürlich jetzt dank der Vollzeitparalyse, der regulären Paralyse, jetzt das langsamste Vieh, was wir jetzt mit haben. Also selbst Knackleon müsste es übertrumpfen und das Vieh geht natürlich straight für einen Schaufler. Ja, war mir schon so klar. Und ja, was sollst du erwarten? Kriegst du erstmal straight die Vollzeitparalyse. Läuft. Läuft doch. Okay. Da natürlich gleich ein Schaufler mitkommt, gut. Macht natürlich daneben, naja, so ein bisschen Schaden, aber ich denke mal, komm, eine Geheimpower auf das Fritzeblitz, obwohl, warte mal, das Mammut, das würde doch jetzt nicht zufälligerweise jetzt ein Erdbeben jetzt reindrücken, oder doch? Na komm, wir geben mal für den Protect.
ich gehe lieber auf Nummer sicher. Wenn das wie jetzt mit einem Erdbeben kommt, dann bin ich wenigstens gesaved. Die Eiszahn, dein Ernst? Okay, Ladungsstoß hat keine Wirkung. Ich wehre die Attacke ab und ich schütze mich selbst. Also, okay. Die Schaufler geht auf Mammutel. Ich hätte jetzt mehr gedacht, das ist halt eben... Naja, gut. Das Ganze macht nichts, muss ich gucken zu. Okay. Eiszahn sollte eigentlich nur auf das Tacklern mitgehen. Also mal im Ernst. In dem im Moment, und das Mammutel, das hätte doch mit Sicherheit schon längst Erdbeben hier einsetzen können. Damit hätte man sowohl Fritzelblitz als auch das Knackleon, Knackleon, hätte man hier in einen Zug mit rausnehmen können. Und ich hätte quasi mit einem Protect Mesh halt eben, ja, safen können. Naja, gut, so wie dazu. Also, Bellatrix kommt auf Level 47 und, ja, was kommt noch? Obert. In solch einem Fall hätte ich jetzt wieder meine Möglichkeit von Antikraft einsetzen und wie es dazu kam. So, ein Grabhammer könnte von den Kindern mitkommen, wäre nicht so reizend. Ne, da müssen wir dagegen eindeutig was mit unternehmen. Und zwar schicken wir Bellatrix mit rein. So, Kingdom wird zwar, welche Erwartung bestimmt hier, Scherenmach mit haben. Oh, Kingdom kommt hier rein. Quatsch, hier, Kokowai. Kokowai! Nicht verkehrt. Gut. Aber das Obot, das kann doch eigentlich auch Käfer attacken. Und wir haben jetzt hier ein Psycho-Pflanzen-Pokémon mit am Start. Okay, gut. Da haben wir schon die Ampelleuchte, die Käferattacke, die geht zwar auf Bellatrix, aber wirklich sehr riskant, mein Freund, schon wirklich sehr riskant. Gut, wir gehen straight von Donnerzahn und wollen erstmal dieses Kingler hier im besten Fall mit bearbeiten, wenn ich sogar in einem One-Shot mit rausnehme, aber ich glaube, das müsste ziemlich... Ja, ist Bulgi, schade. Eine reicht nicht aus. Achso, und es kommt natürlich noch mit hier der Zitrobeere, okay. Was hat denn dann eigentlich hier Saturn oder was, Haas, wer quasi hier links bzw. rechts ist, keine Ahnung. Wird dann somit hier noch das Stärkste noch mit rausholen. Warum überhaupt ein Kokowai? Warum? Verstehe ich nicht. So, Slam, hallöchen du. Mammutel. Achso, jetzt kommst du wieder mit deinem Mammutel rein. Wir gehen lieber mit Bellatrix raus. Ich denke mal, wir werden... Nee. Oder doch? Ja doch, wir werden... meine Güte, wir werden erstmal lieber heilen. Wir werden erstmal lieber heilen, weil das würde ich jetzt eher hier bevorzugen wollen, lieber mit zu tun. Kingler kann bei Bedarf hier noch... Guillotine noch mit haben, allerdings wird das auf Bellatrix mal absolut nichts ausrichten, weil ja quasi Guillotine nur genau dann wirkt, wenn der Gegner dem maximalen Level entspricht, wie quasi der Anwender selbst. Mammutel kann Doppelschlag? Wie habe ich mir denn das jetzt vorzustellen? Doppelschlag von Mammutel? Ist mir jetzt mehr ein Rätsel. So, natürlich geht er hier erstmal gleich hier für ein... Ja, für ein Protect hätte ich mir eigentlich denken können. Und Alter, dieses Omo, das geht mir übelst auf den Zeiger. So, ne, das tue ich mir jetzt mehr definitiv nicht an. So, der kann natürlich jetzt nur für einen Slam gegangen sein. Das heißt, ich könnte auch Self und Borshini mit reinschicken, aber ich predikte hier ein... Grabhammer, der natürlich noch auf Borshini gewaltig viel Schaden anrichten würde. Ne, deswegen wechseln wir mal lieber aus. Wir schicken hier lieber Seth mal mit rein. Und mal gucken. So, Ampelleuchte, ja. Ich würde mal sagen, das Omos, das will hier unbedingt hier, meine Seite unbedingt hier immer triggern, was das Zeug hält. So. Oh Gott, Bodycheck. Doppelschlag. Wer macht das nicht? Das ist ja... armselig. So, wir gehen mal, weil das Kingler doch bestimmt gleich wieder für ein Protect gehen wird, für einen Metall-Sound auf das Ohrmod. Damit ich erstmal dann im nächsten Zug mit einer Finsteraura das Vieh mit rausnehmen kann. Und dann somit auch zu klassifizieren, dass dann mir dieses lässige Nervi dann nicht mehr auf den Sack geht. Achso, das greift natürlich jetzt mal im Mammutel an. Ja, läuft. So.
Also wenn das Vieh, wenn das Mammutl erdbeben kann und es würde es jetzt einsetzen, dann würde ich das hier meinem Cheater-Rivalen weil in keinster Art und Weise verzeihen wollen. Mal ganz ehrlich nicht. Weil jetzt wäre ein potenzielles Erdbeben mal alles andere als nutzbringend. Weil ich kann mich so gut daran erinnern, das hatten wir auch schon in Blaze Black, nee, in World 2.2 hatten wir das quasi mitgesehen. Unser Rivale hatte ja Bodenattacken mit eingesetzt, die dann logischerweise auch den Gegner mit getroffen haben. Und ja gut, was soll man halt eben sagen? War nicht so einladend. Gut, ja, Protector of Kinglaw ist mal sowas von Wurst. Kinglaw greife ich jetzt mal auch sowieso nicht an, sondern wir nehmen jetzt endlich mal dieses verdammte Omod mit raus, weil das geht mir schon ein klein wenig auf den Zeiger. Und das so nebenbei mit erwähnt, die Zeit für das Ende eines Parts wäre jetzt schon eigentlich wieder mit am Start. Aber wir werden diese Gelegenheit nutzen und, naja, das hier noch mit zu Ende führen. Hido Queen, oh. Kann das eigentlich schon Bodenattacken, Erdkräfte? Mal sehen, Erdbeben kann es glaube ich nicht per Level-Up erlernen. Aber Erdkräfte, aber auf welchem Level lernt denn das Vieh denn überhaupt Erdkräfte, was dann vom Typ Stab damit wäre, wäre nicht so reizend. Es kann für keine Giftattacke gehen, weil Typ Stahl und so. Erstmal knallen wir nun endlich mal hier dieses Klingel hier mit weg, weil das geht mir echt auf den Zeiger und dann mal gucken. Mal sehen, mit was das Nidoqueen denn jetzt hier mit reinkommen wird. Wenn es schon mit Erdkräfte kann und das würde es dann in solch einem Fall dann definitiv auf Stealth mitgehen, wäre nicht gerade so reizend. Aber erstmal gucken, mit was wird denn jetzt hier das Nidoqueen damit kommen? Es kann doch schon Erdkräfte. Das wird wehtun und das reicht für Seth. Verdammte Scheiße! Ich hätte auswechseln sollen. Ich hätte verdammt nochmal auswechseln sollen. Verdammte Axt noch eins. Ich hätte auswechseln sollen. Ich hätte es machen sollen. Verdammte Axt noch eins. Oder ich hätte Aspirin reinschicken sollen für ein dankbares Opfer. Das fängt immer wieder gut an. Naja, so viel zum Thema von risikoreichen Aktivitäten. Ach, verdammter Mist. Und die hat ja auch noch eins. Naja, gut. Kann sie machen, nix. Musik gucke zu. Wir werden für einen Muggelhieb auf diese Queen gehen und bestimmt hier kommt gleich hier Poison Point, wird instant getriggert und ich krieg hier instant die Vergiftung. Ne, keins? Okay, gut. Psychokinese. Ach. Blah. Psychokinese, muss das sein? Angeberei auf Pantibos, währenddessen das Vieh speziell offensiv angreift? Na, das wird ja spaßig. Das wird spaßig. Also ich würde mal sagen, bevor wir dann überhaupt in der bizarren Welt damit sein werden, muss ich mir dann wohl erst einmal generell ein neues Team mit zusammenstellen. Und im allerschlimmsten Fall ist es dann mehr als eins, was ich dann wieder mit hochtrainieren müsste. Hoffen wir mal das Beste draus irgendwie. Mal sehen. Erdkräfte, okay gut, das geht dieses Mal jetzt auf das Quaxu. Zum Glück. Und Pantimus ist verwirrt, was macht es? Komm schon, hau dich selbst. Dankeschön. Danke, 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 danke der Nachfrage. Ach, verdammter Mist. Ja, gut. In spätestens 3 Runden werden alle Pokémon, die bis dato noch mit drin sind und von Abgesang betroffen werden, K.O. gehen. So lange habe ich eigentlich nicht das Bedürfnis zu warten, sondern ich möchte diesen Kampf ein bisschen schneller mit beenden, was das Zeug hält. Ich würde mal sagen, wir wechseln lieber gleich mit aus und zum einen diesen Abgesang nicht mehr dann so aktiv mit zu erleben und zum anderen, ja, dass wir dann diesen Kampf etwas schneller mit beenden. Wird zwar dann heute auch wieder ein etwas 30 Minuten Part mit werden, aber was tun wir denn nicht alles? So, Abgesang steht bei 2, hier steht er bei 2 und da. Gut, den nächsten Zug müssen wir definitiv mit auswechseln, aber bis dato haben wir hier noch einen Schlitzer noch mit rein. Bei Bedarf können wir mal critten. Yep. Per Ansage kommt natürlich der Crit, zum Glück. Du meine Güte.
Jetzt darf ich mir ein neues Lucario trainieren. Gut, ich meine, wir können zwar von Urs eins mitnehmen, aber... Naja... Finde ich trotzdem kacke. Einfach nur kacke. Ich habe gar nicht geweint. Meine Pokémon und ich haben es drauf, damit ihr es wisst. Und jetzt reicht es uns nämlich, wir zeigen es euch. Para, ich helfe dir. Danke, dass du wenigstens mein Team voll heißt, aber das nützt mir für... Selbstmord überhaupt nichts. Hey, Para, das wär's. Jetzt wärst du dran. Okay, schließen wir das Game wenigstens noch damit ab. Alles steht bereit für die Erschaffung einer neuen Welt. Und nun wird alles enden. Und alles wird neu beginnen. Hiermit mit der roten Kette, die ich aus den Kristallen der drei Pokémon der Seen erschaffen wurde. Und hiermit mit der roten Kette, die ich mit technologischen Hilfsmitteln replizieren konnte. Mit diesen roten Ketten öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Dialga, das mythische Pokémon, Meister der Zeit. Und das andere, Palkia, das mythische Pokémon, Meister des Raumes und der Dimensionen. Hier in Platin ist es noch deutlich besser mit dargestellt als in Diamant und Pearl, weil da hast du entweder nur Dialga oder nur Palkia. Und die hast du quasi beide. Wie aber auch hier sind die FPS ordentlich nach unten gehen. Entweder hing es mit dem Emulator mit zusammen, oder das war auch schon so damals, weil man da eben bis dato schon alles aus dem DS schon mit rausgeholt hat, was irgendwie nur mit vorhanden war. Naja. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Dialga und Palkia. Eine Doppelspirale aus Raum und Zeit gibt dieser Welt ihre Form. Ja, genau die beiden Elemente, die über ihr die Macht habt. Ihr werdet mir gehorchen. Eure Fähigkeiten werden mir gehören. Mit meiner Macht werde ich Meister einer völlig neuen Welt. Unverständlich und hässlich ist unsere jetzige Welt. Böse Zeit, dass sie verschwindet. Alles wird auf Null gesetzt. Nichts bleibt erhalten. Daraus wird die ultimative Welt geformt. Eine vollendete Welt. Vage, unvollendete Konzepte werden in ihr keinen Platz mehr haben. Naja, da haben aber einige etwas dagegen. Sieht das einfach so schön aus. Und ich glaube, ich werde mal ausnahmsweise mal die Bildübertragung mal ein bisschen anders mitgestalten, als wie man das bisher so mit gewohnt war. Das hätte ich ahnen sollen. Selve, das wissende Wesen. Toppots, das starke Wesen. Und Vesprit, das fühlende Wesen. Die Pokémon sind gekommen, uns Sinnoh zu beschützen? Wie lächerlich! Es braucht alle drei der Pokémon der Seen mit ihren jämmerlichen Fähigkeiten, um sich mit einem der zwei Pokémon von Raum und Zeit zu messen. Gegen beide kommen alle drei aber nicht an. Nicht solange Palkia und Dialga zusammen anwesend sind. Alle Anstrengungen umsonst. Ihr habt euch umsonst angestrengt. Hört ihr! Jetzt zu dir, Para. Von Anfang an hast du versucht, meine Pläne zu durchkreuzen. Aber ich will dir vergeben. Schließlich wird bis zum Ende aller Zeit alles Leben ausgelöscht, wenn ich erst fertig bin. Das bedeutet einschließlich erst sich selbst. Jeder Hauch von Leben wird aus dieser Welt gerissen. Von dir, von deinem Pokémon, von allem, was dir lieb und teuer sind. Es ist Zeit. Mein Traum wird zu meiner Wahrheit. Ich verspüre einen seltsamen Druck. Etwas ist wütend. Und da kommt somit Legi Nummer 6 zum Vorschein. Wie dann auch so richtig schön stilvoll Palkia und Dialga in den Hintergrund rücken, um somit auch deutlich Furcht und Respekt zu zollen. Ja, unsere drei Seelegis, die sind natürlich oben, schwirren halt eben so ein bisschen herum. Und Cyrus. Höchst interessant. Es gibt also ein Pokémon, das sich nur als Schatten manifestieren kann. Es wurde doch im Übrigen in Origins dann ein bisschen gut umgesetzt, aber hier ist es deutlich besser umgesetzt. Aber das ist auch jetzt egal. Jeglicher Widerstand wäre töricht. Ich habe mir die Kräfte von Dialga und Palkia zu eigen gemacht.
Niemand kann mir Osiris auch nur einen Strich durch Rechnung. Und das war's mit ihm. Fürs Erste. Nein! Oh, hallo Cynthia. So, das war Selfeld, das ist Topots und das muss dann hier Vesprit sein. Ich glaube, so war ja zumindest von den Farben her das Ganze. Ach so? Ja, doch, war so. Und ich glaube, dieses Legi, wenn wir das dann irgendwie mal mit fangen wollen. Also, ich glaube, das wird dann uns so richtig schön trollen. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich glaube aber, das Studieren der Mythen hat mich nun endlich zu einer Antwort geführt. Als diese Welt geschaffen wurde, erschienen Dialga und Palkia. Doch erschien zu jener Zeit offenbar ein weiteres Pokémon. Ein Pokémon mit der Macht wie die von Dialga und Palkia zusammen. Dessen Name jedoch nie erwähnt werden durfte. Giratina! Wenn das mal keine leichte Anspielung an Harry Potter mit ist. Ja, dessen Name nicht genannt werden darf. Achso, du meinst Voldemort. Ja, hier, Giratina! Was? Man munkelt, es laure in einer anderen Welt. Das Gegenstück des unsrigen. Das muss also dieser Schatten gewesen sein. Das war Giratina! Die Säulen verzehren sich. Der Grund ist jenes Portal. Es verbindet uns mit der anderen Welt. Wenn es nicht geschlossen wird, wird es die Verzerrung bis sich nach Sinnoh und noch weiter ausbreiten. Unsere Welt würde zerstört. Brechen wir auf, wir müssen Cyrus hinterher. Das werden wir definitiv tun, aber erst im nächsten Part, meine lieben Freunde der gepflegten Unterhaltung. Nach mittlerweile knapp 32 Minuten werden wir diesen Part nicht nur beenden, sondern auch noch ein neues Teamlead noch mit hineinnehmen, weil ja quasi Seth ja, das war eine Fehlentscheidung von mir, quasi mit draufgegangen ist, aber dennoch, wenn ihr mitsehen wollt, wie es weitergeht, unbedingt den nächsten Part noch mit ansehen, denn dann gehen wir in die Zerwelt mit hinein, werden Giratina mit herausfordern, bei Bedarf das Vieh sogar mit fangen, weil, neue Route und so, und darüber hinaus werden wir dann Cyrus doch zum finalen Anschluss noch mit begegnen, aber bis dahin sehen wir uns erst einmal hier an einer anderen Stelle wieder, bis dahin, wieder schauen und reingehauen!